Ja, funktioniert. Funktioniert. Liebe Zuhörer, ich habe ja einen wundervollen Gast. Es ist Herbst und ich wohne hier gegenüber vom Kurpark und gegenüber rührt immer ein Hirsch. Also habe ich mir einen Hirsch eingeladen, nämlich den Emanuel. Hätte ich dir das Intro gewusst, hätte ich es noch ins Zoom-Meeting reingeschrieben. Ja, das ist mir gerade eben eingefallen. Ich habe dir gesagt, ich habe nichts vorbereitet. Bei mir ist alles intuitiv. Vielen Gefällt Dank, mir sehr gut. dass du so hier reingesprungen bist. Ich erzähle mal ganz kurz, was ich noch, woran ich mich noch erinnere, als wir uns kennengelernt haben und du ergänzt den Rest. Denn wir haben gerade festgestellt, ich bin zwar nicht dreimal so alt, aber ich bewege mich dahin. Also, Emanuel hat mich vor wie vielen Jahren? 7? Ja, 7 Jahren. Sehr beeindruckt. Der saß in einem Event eine Reihe vor mir und hatte so das, wo man so dachte, Gott, der weiß ja gar nicht, wohin mit seiner Begeisterung. Und das ist etwas, was mich ja immer sehr, sehr berührt, weil ich genauso bin. Also bei mir sagen die Leute auch immer, wo nimmst du deine Energie her? Und er war nicht alleine, sondern er war mit einer Freundin da und die haben sich gegenseitig noch so hochgepusht. Und es war, wo war das genau? Ich habe ja noch mal überlegt, was war das? War das? Heimspiel in Würzburg. Success Resources hieß das, glaube ich. Okay, das war also eine Veranstaltung mit mehreren. Richtig. Das war eine Veranstaltung, da waren, glaube ich, was waren so die größten Kaliber? Also der Tobias Beck war da. Ja, aber das war die Veranstaltung, wo Tobi Les Brown kennengelernt hat, ne? Das kann sehr gut sein, ja. Da meine ich mich nämlich zu erinnern, weil von dem Rest von der Veranstaltung weiß ich tatsächlich fast überhaupt nichts mehr. Mich haben diese beiden so in diesem, wie die auch aufeinander abgefahren sind, das hat mich damals so beeindruckt, dass ich den Rest verdrängt habe. Ja, also da haben wir uns kennengelernt. Und waren beide begeistert oder alle begeistert von dem, was ich da auf der Bühne tat. Jetzt stellst du dich mal kurz vor, wie bist du in diese Veranstaltung reingekommen? Was ist da vorher passiert? Und dann machen wir nachher. Wie ich da reingekommen bin. Ich würde sagen, ich bin da reingekommen, einfach weil es viele Baustellen gab. Also man würde jetzt denken, mit 17 hat man noch nicht so viele Dinge, über die man nachdenken kann. Doch, in meinem Fall schon. Ich war einfach klassisch. Ich war jetzt nicht so extrem wie Tobi, dass ich von meiner Schule geflogen bin, aber ich habe eine ähnlich gute Beziehung zum Schulsystem. Dass ich einfach in der Schule nicht klargekommen bin, da keinen Anschluss gefunden habe. Ich habe auch von zu Hause aus eine nicht so gute Ernährung mitbekommen. Dementsprechend sah ich dann noch etwas sehr viel fülliger aus als jetzt, 7 Jahre später, Gott sei Dank. Und da einfach durch den Frust bin ich irgendwie in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Ich habe einfach Sachen gegoogelt, so von wegen, boah, wie werde ich glücklich und so ganz Klischee-Sachen. Und irgendwie bin ich dann auf die ersten Veranstaltungen gegangen. Ich glaube, das war sogar meine allererste Veranstaltung bei Success Resources. Und ja, da bin ich so ins Thema reingerutscht und immer mal wieder auch wieder rausgerutscht. Aber ich würde sagen, so seit ungefähr 2 bis 3 Jahren lässt mich das Thema nicht mehr los. Also ich muss jetzt nicht jeden Tag ein Buch lesen oder aufs Seminar gehen, aber es ist schon ein großer Teil meines Lebens geworden, mich mit persönlicher Weiterbildung auseinanderzusetzen. Super. Ja. Das hat ja auch, das trägt ja auch tolle Früchte, wie ich so aus der Ferne beobachten kann. Jetzt habe ich dich ja dann, ich habe dich dann angesprochen und dann habe ich wie üblich die Verbindung gehalten in irgendeiner Form. Komm, haben wir ja Gott sei Dank Social Media. Und dann habe ich dich auf einmal noch mal in echt gesehen, ne? Dann war, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, das war beim Tobi, oder? Ja. Genau, dann haben wir uns beim Tobi nochmal gesehen, ja. Ja, aber da warst du ja nicht mehr als Zuschauer.
Richtig. Ich habe tatsächlich auf dem Event Success Resources, wo ich den Tobi gesehen habe, die kurzfristige Entscheidung getroffen, um jetzt mal in das Thema reinzuspringen, dass ich den, ich war einfach begeistert von dem Typen. Also so wie man sich's vorstellen kann, man geht irgendwo hin, da sind ein paar Sprecher und da war ich so, der hat mich so aus den Socken gehauen, dass mein erster Gedanke mit meinen naiven 17 war, boah, ich würde mal gern Praktikum bei dem machen. Ich wusste nicht mal, was ich da machen soll. Das ist ja ein Speaker, sowas, was kann man da für ein Praktikum machen? Aber ich bin einfach zum Stand gegangen, wo er nicht da war, sondern halt seine Crew und war so, ja, ich würde gern Praktikum bei euch machen. Und dann hat sie gesagt, ja, Praktikum geht bei uns so nicht, aber wir haben eine Crew und wenn du mal auf einem Seminar bei uns warst, dann darfst du da als Crewmitglied auf den Seminaren quasi helfen, Sachen aufbauen, so ein bisschen die Leute betudeln. Und dann habe ich mich halt zu Hause hingesetzt, habe ein Bewerbungsvideo gemacht und habe das dann abgeschickt und dann innerhalb von einer Woche war ich dann in der Crew von Tobi und ich habe leider halt in Corona so ein bisschen den Anschluss verloren. Aber ich glaube, so insgesamt auf 5, 6, 7, irgendwie irgendwas zwischen 5 und 7 Seminaren von Tobi habe ich dann ausgeholfen als Helferling und habe es auch nicht bereut. Also es war eine sehr, sehr emotional prägende Erfahrung, da dabei zu sein. Und ja, kann ich auch nur empfehlen. Also Ja, falls kann ich. jemand von jemandem begeistert ist, egal ob das ein Speaker ist oder sonst wer, manchmal können sich Sachen sehr schnell ergeben und dann kann daraus etwas Schönes entstehen. Ja, wunderschön. Ja, das freut mich, dass das für dich auch so weitergelaufen ist, weil also so Backstage ist schon eine ganz andere Nummer, als wenn man im Publikum sitzt, ne? Ich meine, ich durfte das ja auch erleben und ist absolut unvergesslich. Also dieses, ich habe jetzt ich hatte ja vor ein paar Monaten so eine Herz-OP und seitdem sind bei mir die körperlichen Reaktionen alle direkter. Das heißt, ich kriege immer wieder so eine Ganzkörpergänsehaut. Und wie du das eben mit dem Video gesagt hast, das hatte ich schon ganz vergessen. Das hattest du mir ja auch noch zugeschickt. Und da dachte ich noch so, das war so süß. Das, so, also vor 7 Jahren muss man sich mal reintun. Ne? Vor 7 Jahren sich irgendwo bei einem unbekannten Menschen, den man eine Stunde gesehen hat, per Video zu bewerben, das war schon wirklich, wirklich gut. Und da ging es überhaupt nicht darum, was sagst du da, sondern es geht nur um das Wie, immer. Ne? Ganz Das ist toll. Also wir sind ja ja. hier zum Thema entscheiden. Das hast du sehr, eben sehr richtig bemerkt. Ich vergesse gerne mal die Einleitung, damit ihr euch also hier auch vielleicht wisst ihr gar nicht, ihr seid vielleicht hier reingefallen und wisst gar nicht, worüber, wieso, weshalb, warum. Es hat immer alles einen Sinn. Du warst ja auch in dieser Veranstaltung und du bist aber dann eben dieser Intuition gefolgt bei deiner Entscheidung, ne? Du bist zack, zack an den Stand, du hast zack, zack das Video gemacht und das sind, glaube ich, die Dinge, wir denken immer im Leben, die großen Erfolge treten ein, weil wir was planen und von langer Hand und so, da kommen wir gleich zu, das kannst du auch. Aber die hammergeilen Sachen, wie zum Beispiel Babys kriegen, naja, da plant man in gewissem Umfang, aber irgendwie ist es ja doch, es passiert dann einfach. Ne? Und wir können da nicht so viel steuern, wie wir denken. So, jetzt bist du also da in der Crew gewesen und also so nebenbei hast du dann auch die Schule irgendwann mal beendet und was anderes gemacht. Ich möchte noch ein bisschen aus deinem Leben. Ja, also mein Werdegang war genauso spontan wie die Entscheidung, die ich beim Tobi getroffen habe. Also ich habe einfach, weil ich damals nicht gewusst habe, was ich machen soll, das Abi angefangen. Das habe ich nach, ich glaube, 9 Monaten habe ich damit aufgehört. In Bayern ist es nämlich so, da musst du jede zweite Woche ins Praktikum gehen. Da war ich in der VOS und es war halt so eine krasse Erfahrung. Also ich glaube, nach ungefähr 7 Monaten bin ich da einmal einfach umgekippt. Und dann würde man jetzt denken, oh, jetzt kriegen schon die 17-Jährigen Burnout. Es war einfach, ja, mein Körper hat irgendwann gesagt, nein. Ich bin reagiere da immer sehr sensibel auf meine Außensituation. Und da wusste ich dann, okay, jetzt kann ich nicht irgendwas machen, um mich zu beschäftigen, sondern muss mich mal damit auseinandersetzen, was ich machen will.
bin dann in den Verkauf gegangen. Ich habe zuerst ein bisschen dann bei meinem Vater mitgearbeitet, habe dann für die Modemarke Polo Ralph Lauren gearbeitet. Zwischendrin habe ich auch mal eine Ausbildung bei Mediamarkt gemacht, aber die habe ich auch nach ein paar Monaten verworfen. Das ist vielleicht eine interessante Geschichte. Ich habe bei Mediamarkt nach 2 Monaten, wo ich da war, als Azubi, die ersten 2 Monate waren auch noch schön, den zweithöchsten Verkauf gehabt vom ganzen Laden. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Mitarbeiter der Mediamarkt hat. Ich weiß es nicht, vielleicht in dem Laden waren es 20 oder so oder 25, ich weiß es nicht. Und dann ab dem Tag, wo diese Verkaufszahlen ausgehängt wurden, wurde ich von meinem damaligen, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber von meinem damaligen Abteilungsleiter dazu angehalten, sehr spontan die Vorratskammer aufzuräumen, Bildschirme zu putzen, und er hat das gar nicht gern gesehen, dass er quasi als Geselle schlechtere Verkaufszahlen hatte als ich. Und ja, dementsprechend, man kann tatsächlich auch Spaß an einem Job haben und es einfach nur deswegen gehen, weil andere Leute eigentlich da haben wollen, und dann sollte man auch gehen. Ja, und dann, nachdem ich so diese ganzen Verkaufssachen hatte, dachte ich, okay, vielleicht willst du jetzt auch mal was lernen. Ich habe nebenher auch selbstständig Websites verkauft. Das hat sogar ganz gut funktioniert. Ich habe mal Dropshipping gemacht. Das war meine erste Nebenselbstständigkeit, aber das war nur eine schöne Erfahrung, aber nicht von Erfolg gekrönt. Und ja, ich würde sagen, mein Werdegang, ich habe mich mehr, immer mehr mit dem Verkauf auseinandergesetzt, habe dann Marketing gelernt als E-Commerce-Kaufmann, hatte dann aber, das war jetzt ungefähr 1,5 Jahre her, also ich habe quasi viel im Verkauf gearbeitet und dann die Ausbildung gemacht. Und dann vor 1,5 Jahren habe ich gesundheitlich leider die Ausbildung nicht beenden können. Also da hat sich dann bei mir so ein bisschen Migräne reingebildet und das hat sich dann gezogen. Und dann habe ich geguckt, okay, was mache ich jetzt alternativ? Habe dann erstmal wieder angefangen, als Marketing-Manager in Teilzeit zu arbeiten. Und aktuell nach Japan habe ich dann die Entscheidung getroffen, dass der Verkauf nicht das ist, was ich mein Leben lang machen möchte. Und habe mich jetzt entschieden, einen Fernlehrgang für Massage zu machen. Und schreibe jetzt schon Bewerbungen für den Physiotherapeuten. Ob ich das dann mache, das entscheide ich dann, wenn ich jetzt erstmal mein Fernstudium zu Ende habe. Das geht jetzt ungefähr 12 Monate, zum Fachpraktiker für Massage und Prävention heißt das. Genau, und danach gucke ich dann, ob ich das weiter verfolgen will. Aber aktuell bin ich ziemlich begeistert davon. Sehr geil. Also ich sehe und höre und fühle schon, ich werde dir weiter folgen, weil im Bereich Physiotherapie sind so viele Lücken, die gefüllt werden müssen mit, ja, mit einer Kreuzung aus Coaching und Physiotherapie. Ich hatte nach der OP so eine wundervolle, die mich da wieder in Schwung gebracht hat, die aber Gott sei Dank eine Fortbildung in gewaltfreie Prävention und noch irgendwas anderes hatte. Das heißt, wir haben wunderbare Gespräche geführt, weil zum Beispiel bei Reha geht es ja gar nicht um Reha. Das war, da war ich in der Reha und dachte so, was mache ich hier eigentlich? Die wollen alle wieder dahin, wo sie waren. Und bei mir im Kopf war, also hier ist jetzt was ganz Gigantisches passiert mit meinem Körper und das wird jetzt was Neues. Ich möchte nie, nie mehr dahin, wo ich war. So gefühllos und getrieben und so. Ich bin froh, dass ich Ganzkörpergänsehaut jetzt habe und viel mehr verstehe. Deswegen finde ich das toll, dass das bei dir so früh war, dass du auf deinen Körper gehört hast und dass dein Körper auch intensiv mit dir spricht, immer weiter, ne? Sonst hättest du das mit der Migräne ja auch nicht gekriegt. Richtig. Toll. Ja, das finde ich klasse, weil also diese Sachen sind so wichtig. Bei diesen ganzen, wir sind umgeben von kopfgesteuerten Menschen. Ja. Ich liebe meinen Kopf, aber erst seit ich damit umgehen kann. Früher konnte ich das nicht. Früher hat der mir alles zerbombt, was ich gefühlt habe, wurde zerredet, als ist nicht richtig. Das ist absolut korrekt, ja. Super schön. So, jetzt habe ich eine Vermutung. Weshalb, wieso, warum du das Ziel Japan für deine Reise ausgesucht hast, könnte sein. Schieß los, was für eine Vermutung hast du?
Naja, wir kennen einen Menschen, der relativ lange in Japan war und der uns erzählt hat, was er alles für Sachen gelernt hat. Das stimmt. Ich hatte den Wunsch, nach Japan zu gehen, allerdings schon mit 16. Das heißt, war sogar davor. Ja, okay. Dann hat es das aber vielleicht verstärkt. Die richtige Entscheidung, nach Japan zu gehen, hatte ich, als ich in Heidelberg, es gibt, vielleicht, das werden einige kennen aus der Persönlichkeitsentwicklungsbranche, mittlerweile gibt es einen Shaolin-Tempel, den guten Shiheng Yi, der ist mittlerweile sehr bekannt. Das war er damals noch nicht. Und da war ich eine Woche in dem Shaolin-Kloster, in dem einzigen, was es in Europa gibt. Und da habe ich eine Woche lang mit den Mönchen trainiert, meditiert. Es war hart, aber da habe ich gemerkt, okay, der Buddhismus interessiert mich noch mehr als so schon. Ich meine, man muss ja erstmal sich das eine Woche lang antun, mit den Shaolin-Mönchen zusammenzuleben. Also ein gewisses Grundinteresse war schon da. Aber da war dann tatsächlich nach der Erfahrung so, okay, jetzt will ich nach Japan. Weil ich die Tempel in Japan, quasi die Ursprungsgedanken kennenlernen wollte. Und das war quasi dann der zündende Faktor. Mit knapp 20 habe ich das gemacht. Das war Gott sei Dank noch bevor Corona angefangen hat. Und da war dann so, okay, ich will unbedingt nach Japan. Und weil ich halt bei Corona war, konnte ich dann erst dieses Jahr hinfliegen. Bei Japan hat das ja noch ein bisschen länger gedauert als bei uns. Aber das war tatsächlich der zündende, wo dann aus dem Wunsch ein, okay, ich muss dahin, geworden ist. Und du gibst ja noch Buddhisten gibt es ja überall. Warum denn jetzt Japan? Die Buddhisten in Japan, also im Buddhismus ist es so, dass die klassischen buddhistischen Tempel tendenziell die Einstellung haben, ähnlich wie die Katholiken, dass wenn man sich auf den Glauben konzentrieren möchte, oder im Buddhismus ist es eher die Erleuchtung, also Gott spielt eine sehr, sehr starke Nebenrolle, da dürfen die nicht heiraten oder dürfen keinen Partner haben. Ich habe aber für mich innerlich schon immer gewusst, dass ich halt irgendwann mal Family und eine Partnerin alles haben möchte. Und in Japan ist der Prozentsatz von den Tempeln, wo man heiraten darf, höher als der, wo man nicht heiraten darf. Also das heißt, in den buddhistischen Tempeln hat Familie und Erleuchtung ist da kein Gegensatz, zumindest in den meisten Einrichtungen. Und dementsprechend bin ich dann dahin gegangen und nicht nach China, wo ja eigentlich der Ursprung des Buddhismus liegt. Ah, siehst du, das wusste ich auch nicht, dass die Chinesen da auch so angehaucht sind für die Katholiken, weil das ist ja irgendwie gestört. Aber gut, ist für eine Weile finde ich das, also bis man da angekommen ist oder so, aber dann so ein Leben lang, also ich weiß nicht. Naja, wir brauchen, ne, also Bewertung ist ja ein ganz großer Nachteil. Ich möchte noch mal so ein bisschen kurz zusammenfassen, was du da erzählt hast zum Thema Entscheidung. Bei großen Entscheidungen geht der Emanuel wie vor? Mit einem guten Plan. Also da habe ich tatsächlich gewusst, okay, was ist denn die wichtigste Sache, die ich brauche, um dahin zu gehen? Geld Nummer eins und Zeit Nummer zwei. Also man kann ja nicht mal, also 2 Wochen kann man sich vielleicht nur Urlaub nehmen, aber ich war 5 Wochen in Japan, da muss man das schon mit seinem Chef oder allgemein organisatorisch hinkriegen mit der Zeit. Und ich habe ungefähr für den Trip 4.500 jetzt bezahlt und 5.000 wusste ich, okay, damit will ich rübergehen und natürlich noch ein bisschen was extra. Und das spart man sich jetzt auch nicht eben in einem halben Jahr an. Es sei denn, man lebt sehr, sehr eingeschränkt. Und ich war ja auch dann damals noch in Ausbildung. Und dementsprechend habe ich dann gewusst, okay, ungefähr 2 Jahre werde ich brauchen, um das Geld anzusparen. Und ungefähr 6 Monate vorher, wo ich dann wusste, okay, in 6 Monaten habe ich die Kohle zusammen, habe ich dann angefangen, wirklich die Sachen zu machen. Also Flug zu buchen, Unterkünfte zu buchen. Wo ich auch gleich sagen kann, ich würde jedem raten, zwar ein paar feste Punkte zu haben, aber nicht direkt alles im Voraus zu buchen. Also ein paar der schönsten Erfahrungen in Japan hatte ich dadurch, dass ich dort spontan nochmal stornieren konnte, weil ich mir die Hotels, die ich mir ausgesucht habe, im Voraus alle
stornierbar ausgesucht habe. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Habe ich schon wieder Gänsehaut. Ja, ich habe ja, ich durfte das ja, teilweise hast du uns ja teilhaben lassen, deswegen bist du ja überhaupt wieder bei mir aufgetaucht, weil Facebook gesagt hat, guck mal dahin, guck mal den Stimmt. an. Sehr schön, ja. Ja, ich meine, man könnte ja auch Work and Travel machen, habe ich bei mir im Bekanntenkreis auch Kinder von, aber ja, es ist auch die andere Alternative, da muss man auch der Typ für sein, ne? Also, ja, und also das ist eine Mischung aus Planung und Intuition. Das heißt, wenn man plant mit Alternativen, und zwar nicht im Sinne von Plan B, sondern einfach Möglichkeiten, wo man jetzt noch nicht entscheidet. Richtig? Habe ich das richtig verstanden? Absolut. Ich würde das sogar so zusammenfassen. Also ich mache ja gerade eine berufliche Entscheidung. Ich habe jetzt, wie viel, jetzt muss ich überlegen, 7 Jahre im Verkauf gearbeitet und im Marketing, und fange jetzt mit Physiotherapie an. Also da ist ein gewisser Zusammenhang, aber der ist schon relativ weit hergeholt. Und bevor ich mich entschieden habe, jetzt das anzugehen, habe ich was Ähnliches gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich mache erstmal was, um zu wissen, will ich das wirklich? Dass jetzt quasi der Fernlehrgang ist mit der Massage, weil als Physiotherapeut muss man massieren und da ist auch die Lehre ist quasi mit drin. Es war für mich Und überlebenswichtig, massieren. ja. Nach der OP, das war, weil, ja, egal. Mit den Händen kann man sehr, sehr viel tun. Ja. ja, und da habe ich dann jetzt so die Entscheidung getroffen, okay, ich mache das jetzt erstmal, wenn mir das dann wirklich gefällt. Ich schreibe jetzt aber schon mal Bewerbungen. Also ich glaube, das ist der Punkt, an dem es bei den meisten scheitert und wo es bei mir auch in anderen, also das sind jetzt wirklich die glänzenden Beispiele, die wir gerade herausheben. In ganz anderen Bereichen habe ich genau das gemacht, was man machen soll, wenn man schlechte Entscheidungen treffen will. Und zwar keine Alternativen zu sein, sich auf Pläne zu versteifen und nicht aktiv zu werden. Also, wenn ich glaube, das Beste, was man machen kann im beruflichen Kontext, wenn man sich umorientieren will, ist einfach Bewerbungen zu schreiben. Weil dann merkt man ganz schnell, will man das wirklich, oder ist das nur so ein flüchtiger Gedanke? Und man fängt dann an, erste Möglichkeiten zu sehen, die man vorher noch nicht gesehen hat. Mein erster Gedanke war ja auch nicht, ich will jetzt unbedingt der nächste große Physiotherapeut werden, wo es jetzt sich in diese Richtung hin entwickelt, die ist aber auch für mich noch nicht fest, sondern meine erste Intuition war, meine Arbeit fühlt sich nicht sinnerfüllt an, auch wenn sie mir Spaß macht. Ja. Und aus diesem Gedanken habe ich dann angefangen, neue Alternativen aktiv zu verfolgen und einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Ja, wunderbar. Das ist so das, was du immer wieder hörst. Stimmt ja auch. Folge der Freude. Weil in Kombi mit dem Sinn dann, weil das mit dem Verkaufen, du nimmst ja, also viele Leute denken, wenn sie eins aufhören und was anderes anfangen, dann fangen sie ganz neu an. Du nimmst ja dich mit. Das ist wie bei einer Scheidung, ne? Du lässt dich scheiden, aber du nimmst dich mit. Und alles, was du gelernt hast, bleibt ja bei dir. Ne? Alle Richtig, guten ja. Erfahrungen, alle schlechten Erfahrungen, kannst alles auswerten. Bleibt alles bei dir. Der Physiotherapeut muss sich auch verkaufen. Wenn du so einen Patienten hast, der nicht mitmacht, dem musst du auch erklären können, warum er das vielleicht machen sollte. Absolut, ja. Also deswegen finde ich das total toll. Das ist mir auch so aufgefallen bei dir, auch bei der Reise. Du gibst dich dem hin. Du hast zwar einen Plan, aber ich meine, das Leben passiert ja immer. Und wenn ich mich dem nicht hingebe, sondern irgendwie so auf die Bremse gehe und sage, nee, das will ich nicht, sondern du guckst immer, was kann ich da draus machen? Oder will ich da überhaupt was draus machen? Ja, und auch wenn mal eine Sache funktioniert, also jetzt in Retroperspektive hören sich viele Sachen so sinnvoll an. Aber als ich da von der Leiter gekippt bin mit 17, und mir gedacht habe, okay, irgendwie stimmt da was nicht, da habe ich das noch nicht im Ansatz so betrachtet. Ich habe mir gedacht, alles klar, ich bin jetzt ein Loser, ich ziehe die Schule hier nicht durch, ich
Hatte zu dem Zeitpunkt auch keine guten Noten und dachte dann so von wegen, oh, irgendwie bin ich vielleicht faul oder so. Dabei lag das einfach nur daran, dass ich halt 8 Stunden am Tag von der Maschine gesessen habe und ich nicht dafür gemacht bin, vor Maschinen zu sitzen. Und deswegen war ich in der Schule schlecht. Und deswegen hat mein Körper auch irgendwann gesagt, so, jetzt reicht's mir hier. Du verwehrst mir den Zugang zu anderen Menschen, den ich aber brauche. Und jetzt in Retroperspektive ist das natürlich schön, aber die Königsdisziplin ist natürlich irgendwann zu lernen, in dem Moment, wo einen ein Schicksalsschlag trifft oder etwas, was einem, etwas, was die kompletten Pläne einen umhaut, zu sagen, warum passiert mir das gerade? Und zwar nicht in einem Selbstmitleidston, so von wegen, oh ja, wieso muss mir das jetzt passieren und keine Ahnung, habe ich auch schon oft genug hinter mir und habe ich heute immer noch. Aber dann umzuschalten und sich zu überlegen, okay, das hat einen Grund, warum das gerade passiert. Und meine Aufgabe ist nicht zu wissen, okay, wieso passiert mir das, sondern meine Aufgabe ist nur herauszufinden, wieso mir das gerade passiert. Ich finde das so schön. Ich meine, ich bin jetzt 63, ne? Bei mir hat das so 40 Jahre länger gedauert. Aber ich bin jetzt auch seit 2 Jahren oder 3 Jahren da, dass ich sage, das Leben ist immer für mich. Und dann kann ich ja gerne mal schauen, warum. Aber einfach das so anzunehmen und nicht zu sagen, oh Scheiße, mal kurz. Aber nicht dabei zu bleiben, sondern zu sagen, und jetzt? Was können wir damit jetzt machen? Wofür ist das jetzt das Fundament? Nee. Ja, Das heißt ganz. nicht, dass es sich geil anfühlen muss. Nein, überhaupt nicht. Aber trotzdem muss man, es ist die, man muss gar nichts streichen. wenn man fühlt, von innen, wenn die Steuerung sagt, es ist für dich und du eben alles annimmst, was kommt, dann kannst du ja auch entscheiden und überlegen, wenn du blockiert bist und in deinem Körper die Dinge nicht mehr fließen, dann fällst du von der Leiter. Ne? Dann kannst du auch gar nicht überlegen. Geht gar nicht. Ja, sehr, sehr toll. Also, da sind ziemlich wertvolle Sachen drin gewesen. Bist du dir bewusst, ich muss dir noch mal ein bisschen Goldstaub überschütten, bist du dir bewusst, was du für eine besondere Nummer bist? Nochmal bin ich mir bewusst, dass für besonders und danach akustisch warst du weg. Was du für eine besondere Nummer bist? Wie sehr du dich unterscheidest vom Schnitt? Manchmal schon. Ne? Weil es muss gar nicht am Ergebnis liegen, sondern an der Form, wie man Tag für Tag lebt und den überwiegenden Tag. Hast du noch lange Durchhänger oder werden die auch immer kürzer? Aktuell ist tatsächlich ein Paradebeispiel, weil ich habe eigentlich entschieden gehabt, jetzt wo ich mit der Schule angefangen habe, meine Arbeit ein bisschen zu reduzieren. Ich bin jetzt aktuell nämlich noch als Marketing- und Vertriebsmanager bei meinem Vater tätig gewesen. Oder ich bin ich immer noch. Und das werde ich jetzt auch noch die nächsten Monate machen, aber ich habe jetzt halt meine Stunden reduziert, und nehme jetzt das als größere Priorität an. Und diese Veränderung. Wie kann ich das am besten formulieren? Sagen wir es mal so, mein Vater wäre sehr happy damit, wenn ich die Firma übernommen hätte. Und dass ich jetzt nach Japan zurückkomme und sage, so, ich mache was komplett anderes, hat etwas, er akzeptiert das zwar, aber ist natürlich mit einer gewissen Veränderung für ihn verbunden, die nicht leicht ist. Und da haben wir dann uns auch angefangen, ein bisschen mehr in die Haare zu kriegen. Und dann habe ich auch bewusst entschieden, okay, ich gehe jetzt zurück in mein WG-Zimmer, was ich eigentlich, also das, was ich jetzt hier habe, das sollte eigentlich, spontane Entscheidung, diesen Monat schon aufgelöst werden. Aber weil ich jetzt gemerkt habe, dass ich den Freiraum doch brauche, ich wollte nämlich Geld sparen, weil ich im April wieder nach Japan gehe. Ja. Dieses Mal. Oh, wie Weil ich jemanden in Japan kennengelernt habe.
Und also wegen der Liebe zieht es mich wieder in das schöne Japan. Und da wollte ich ein bisschen Geld versparen und dachte, es wäre eine gute Idee, dann einfach wieder ein paar Monate bei meinen Eltern zu sein. Und das habe ich ungefähr, wie lange? 3 Wochen gemacht und war dann von wegen, okay, es tut Ihnen nicht gut und mir nicht gut, wenn wir zusammen, teilweise zusammenarbeiten und zusammen wohnen. Und habe jetzt entschieden, das Ding hier doch zumindest mal bis April zu behalten. Und von hier aus dann hauptsächlich im Homeoffice zu arbeiten, was ich auch kann. In meinem Job, Gott sei Dank. Ja, aber es ist schon verrückt, Das ist wie. auch noch eine ganz schwierige Entscheidung, finde ich, für so junge Leute wie dich. Also das ist auch etwas, was ich nicht geschafft habe, mich über meine Eltern zu setzen. Oh ja. Also zu erkennen, dass wir Geschenke sind und dass Geschenke aber auch ein eigenes Leben haben. Absolut, das mache ich tatsächlich gerade durch. Also mich abzugrenzen, habe ich Ganz auch toll. nicht besonders gut geschafft, bis noch vor einem halben Jahr. Da habe ich dann aktiv angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und auch immer mal wieder zu sagen. Und jetzt meine japanische Freundin, die hat das auch sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich darin nicht gut bin. Und dann auch schon sehr stark mich ermuntert von wegen, du weißt aber schon, das ist dein Leben. Du musst jetzt nicht deine Eltern happy machen. Das ist nicht der Sinn dieser Veranstaltung Aber hier. guck mal, wie schön, dass du dann da quasi eine Assistenz vom Universum kriegst. Eine fordernde Assistenz, aber eine sehr, sehr gute. Cool. Ja, sicher. Ich meine, Coaches können unterschiedliche Formen haben, ne? Ja. Sehr cool. Also ich glaube, Emanuel, ich habe alles aus dir rausgeholt, was da rauszuholen war. Für heute sogar mehr als, ich habe mir ja nichts vorgenommen, aber ganz, ganz toll. Also bin immer wieder überrascht, wie ich innerhalb von Sekunden oder Minuten entscheide, dass, oder sehe, fühle das Potenzial, was in Menschen steckt. Also vor 7 Jahren warst du 17. Und was du jetzt aus dir gemacht hast in diesen paar Jahren, das war schon der Kracher, ne? Also, muss ich ja mal sagen. Also, toll. Mein Kompliment. Dankeschön. Sag mal, darf ich das auch in der Tobi-Community teilen, was wir hier machen? Habe ich kein Problem damit. Okay. Weil auch für alle, die da so, die sind ja alle, die in Crew aktiv sind, machen sich ja alle auf in irgendeine Richtung. Ich finde das also absolut zauberhaft, was daraus werden kann. Alles kann, nichts muss, ist ein Schild, das klebt bei mir auf dem PC. Und schon ganz lange, irgendwann hat es mir irgendjemand mal geschenkt, aber ich finde, das stimmt. Absolut. Ja, es ist, ich finde es spannend, das von dir so gespiegelt zu kriegen. Ja, ich Ja. sehe das. Also, wenn ich das jetzt so in Retroperspektive mir mal überlege, also ich würde sogar sagen, mit 17 habe ich eine größere Risikobereitschaft, was Entscheidungen angeht, gehabt als jetzt. Also, ich habe immer noch eine gewisse Risikobereitschaft, aber. Ich könnte mir noch ein bisschen was von dem 17-jährigen Emanuel abschneiden, was Ja, diese und Eigenschaft angeht. aber ganz wichtig ist, dass du eine Verbindung zu dir hast. Und dass egal, was um dich rumtobt, dass du die so schnell nicht verlierst. Also das ist, glaube ich, etwas, was nicht so viele Jugendliche haben, die doch gerne auch mal nach außen schauen und ja, was darstellen wollen oder was weiß ich was, ne? Also ich glaube, da bist du. Ja, ich würde sagen, das habe ich aber auch gehabt. Also, wo ich angefangen habe, bei meinem Vater zu arbeiten, dann mit dem E-Commerce-Kaufmann, da habe ich schon langsam ein bisschen wenigstens in eine Richtung gedacht, wo ich dachte, okay, das könnte mir liegen. Also, da war schon ein gewisser richtiger Ansatz da. Aber viele, viele Sachen habe ich nur aus dem Außen entschieden. Also, wo ich einfach nur jemanden beeindrucken wollte, meine Eltern nicht enttäuschen wollte, vor allen Dingen mein Vater.
wo ich einfach nur das Gefühl haben wollte, dazuzugehören. Die Stichwort sich von Menschen lösen, die einem nicht gut tun, nur weil man sie lange kennt, ist für mich auch ein sehr, sehr kurzfristiges Thema gewesen. Also habe ich erst in den letzten 1,5 Jahren wirklich angegangen. Und das ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt, zu lernen, sich selbst zu verstehen und eigene Entscheidungen zu treffen. Das klingt so einfach, aber das ist verdammt, verdammt schwer. Ja, also ich arbeite ja mit Menschen, die sich gerade getrennt haben oder eine große Entscheidung vor sich haben. Und bei mir ist immer www, was willst du wirklich? Und dahinter ist ja, wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du auch, was du willst. Ne? Also ja, ganz, 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 ganz toll. Ich wollte eben noch was sagen, das habe ich leider vergessen. Aber egal, da ist es nochmal aufgeflackert und es ist schon wieder weg. Aber es macht nichts. Wir haben genug rausgeholt, lieber Emanuel. Ich wünsche dir von Herzen weiterhin so einen entspannten Durchgang. Ich weiß es wieder. Wenn Eltern sich trennen, dann fangen sie oft an ihren Kindern zu erziehen, noch mehr als vorher. Und ich glaube, das, was sich bei dir jetzt zeigt, was deine Stärken sind, das ist nichts mit Erziehung. Das ist eingebaut und du baust das aus, was eingebaut ist. Ich glaube, dieses, was will ich wirklich, ist eingebaut. Wir als Eltern, wir wollen, dass Kinder ein gutes Leben haben und so, aber wir können das nicht. Viel, 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 viel wichtiger ist, dass wir unsere Kinder zu solchen Kindern wie dich begleiten, die auch mal sagen, zu den Eltern sagen dürfen, das sehe ich aber anders. Und trotzdem noch geliebt werden, ne? Oder vielleicht gerade deswegen. Das finde ich so wichtig in der heutigen Zeit, dass die Egos mal weggepackt werden, wenn sich Menschen trennen, dann haben die Kinder ja und. Ich finde, Kinder können glücklicher sein, wenn Eltern getrennt sind. Wenn die nicht um jeden Preis zusammenbleiben, weil sie sich dann eben entsprechend ihrer eigenen Persönlichkeit entwickeln können, die Eltern. Und wenn die bei sich sind, dann können die ja auch gut für Kinder sorgen. Ja, ich habe auch schon einmal ein Mädel kennengelernt. Ich finde das sehr, sehr spannend, was du gerade sagst. Also grundsätzlich ist natürlich, bin ich ein großer Freund. Ich bin jetzt natürlich auch noch sehr jung. Und bin ich ein sehr, sehr großer Freund der Ehe und denke, man muss sich halt sehr, sehr, sehr viele Gedanken machen, bevor man sowas eingeht. Ich glaube sogar auch, das würde mich jetzt mal interessieren. Meine Vermutung ist, also warum viele Ehen geschieden werden, weil sie bei der Entscheidung schon wissen, irgendwo ganz tief in der hintersten Kammer, dass derjenige, den sie heiraten, nicht der Richtige für sie ist. Also, zwei Sachen fallen mir dazu ein. Die meisten Ehen scheitern, weil die Erwartungen da sind. Die sind nicht bei sich, die Teilnehmer der Ehe, sondern die erwarten vom anderen irgendetwas und auch von der Ehe. Ich finde, ich bastel zurzeit an einem Kurs, an einem Eheführerschein, dass du halt bewusst, wenn, dann. Ich habe eine Zeit lang gedacht, also völlig überflüssig. Also Ehe braucht kein Mensch. Jetzt habe ich ja so einen 29-Jährigen, der also eine gewisse Richtung nimmt gerade, wo ich dann so denke, also doch. Und ich glaube tatsächlich, wenn du bei dir bist und wenn du klar bist, du kannst ja Verträge über alles machen. Wenn man über alles spricht, dann kann man sich genauso, wie man zusammengefunden hat, sich auch wieder sauber trennen. Wenn man klar ist, dass zum Beispiel eine Ausgleichszahlung stattzufinden hat, wenn Frauen Kinder großziehen. Das ist ja im Gesetz nicht vorgesehen, ne? Wir leben aber so, dass Frauen, die viel Geld verdient haben, zu Hause bleiben, weil sie Kinder gekriegt haben.
Und nur weil sie verheiratet sind, haben sie davon definitiv immer den Nachteil. Ne? Es sei denn, du vereinbarst etwas. Also die Gesetze sind von 1900. Ich habe nichts mehr gegen Heirat. Ich habe mich da wieder umentschieden, wenn man da Bock drauf hat. Wenn man nicht heiratet, um irgendwas zu erreichen, sondern um Spaß zu haben. Wenn ich mir sonst keine geile Reise genehmige oder dann habe ich so eine Reise mal gemacht und diese Erfahrung, die nimmt mir ja keiner weg. Die Motivation ist ein bisschen blöd, ne? Also, dass ich heirate, um eine Reise zu machen, aber gut. Wenn ich zum Beispiel mal ein schönes Fest haben möchte, ich erinnere mich noch, also ich habe damals zur Kommunion meines Sohnes ein Fest ausgerichtet zu Hause. Das hat dem fast den Boden ausgeschlagen. Da sind die Verwandten aus ganz Deutschland gekommen, da hatten wir Wohnmobil im Garten und so weiter. Wir haben das Wohnzimmer ausgeräumt, wir haben Tische und Stühle gemietet, wir haben der Koch, der Sohn von einer Freundin hatte gerade die Kochprüfung gemacht, der hat gekocht live für uns zu Hause. Es war der Hammer. Und das wird mein Sohn nie vergessen, das werde ich nie vergessen. Das war 10-mal besser als eine Hochzeit. Aber ist egal. Das ist so ein, es brauchte die Kommunion als Idee zum Starten. Und Ja. so ist auch eine Hochzeit ist eine Idee zum Starten. Ja, man kann sich zum Beispiel auch für eine Ehe ja ein Grundgesetz machen, dass man sagt, was möchte ich in der Ehe erleben, was darf da nicht sein. Also wenn man kommuniziert, ist das alles super. Also grundsätzlich, weil wir ja so ein eingebautes Sicherheitsbedürfnis haben, solange wir nicht völlig autark sind und Millionär, Millionärin heiratet, finde ich das trotzdem noch ein gutes Institut. Dieser Satz alleine, ich glaube, ich verstehe, was du meinst, dass die meisten Leute, die tun, die Ehe ja nicht als Reise betrachten. Für die ist das hier irgendwie ein Ziel. Und Ich das habe Ziel, ihn. genau, ich habe ihn. Und dann wird nichts Ganz, mehr getan. ganz blöde Idee, wenn du sagst, dein Ziel ist es, 15 Kilo abzunehmen oder 20 und du hast es dann. Ganz schlechte Einstellung. Wirklich. Es kann man auf alles übertragen. Alles, was ein Ziel ist, ist uninteressant ab dem Zeitpunkt, wo du es erreicht hast. Und zwar. Super geil. Also, das war mein 60. Die Erkenntnis vom 60. Geburtstag war, dass ich gesagt habe, also eigentlich hier auf der Erde, es ist alles das Gleiche. Wenn du verschiedene Sachen begriffen hast, dann stellst du fest, es ist alles das Gleiche. Die So ist das Erkenntnis hatte mit ich dem noch Ziel nicht, auch. Mit dem aber Ziel ist die das kommt auch dann so. wieder. Du brauchst keine Ziele. Deswegen hat ja Stefan Friedrich auch das Buch geschrieben. Ziele sind Quatsch. Habe ich zweimal auch gelesen, sehr, sehr gutes Buch. Ja. Ja, Ja. Bombenerkenntnis. Sag nochmal den Satz, ich kann das jetzt nicht verwirren, Sachen, die Ehe ist eine Idee zur Reise irgendwie so. Wie hast du das formuliert? Hör dir einfach den Podcast nochmal an. Das weiß ich schon nicht mehr. Die Ehe schafft die Gelegenheit, endlich mal eine Traumreise zu machen. Ich glaube, ich krieg's hin. Die Ehe ist die Idee für den Beginn einer Reise. Ja, gut. Ja, Also ich glaube, wenn man mit der Einstellung daran geht, dann hat man schon sehr, sehr viel gewonnen. du hast mir jetzt sehr geholfen. Also ich habe eine Freundin von mir, der Kurs hieß auch ursprünglich mal, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war auch nicht so anziehend wie Eheführerschein. Das gefällt mir jetzt viel besser. Und der Satz, der kommt dann da auch rein. Ja, so, also Coworking, ne? Kennst du das neue Buch von Veit Lindau? Nee, Veit Lindau verfolge ich nicht. Okay, nee, nicht Coworking, sondern Co-Kreation. Es ist tatsächlich so, alleine sind wir ja nichts. Aber wenn wir solche Gespräche führen, wenn sich die Zuhörer die Zeit nehmen, so einem Gespräch zu lauschen, dann kann da, ne, wie Tobi immer so schön sagt, manchmal ist es nur ein Satz. Aber ich glaube, wir haben hier ziemlich viele produziert. Ich werde auf jeden Fall noch tiefer über alle Sätze nachdenken. Du hast mich sehr, sehr stark zum Nachdenken angeregt und ich kann auch sagen, ich bin überrascht, wie viel du in mir Ja, losgetreten schön, ich liebe meinen Job. Nein, hast. das gibt halt bei mir keinen Job mehr. Da hat damals schon Thaddäus gesagt, just over broke heißt Job.
Das ist ja Blödsinn, das will ja keiner. Aber bei mir kannst du ja Beruf und Berufung kannst du ja nicht mehr trennen. Also ich bin ja, manchmal gehe ich den Leuten ja auf die Nerven, weil ich immer alles verbessern will und auch so viel sehe, höre und dann den Mund nicht halten kann. Aber gut. Für mich ist das eine sehr, sehr bereichernde Erkenntnis oder Erfahrung mit dir. Also, vielleicht Ich muss mich auch nicht selber runter machen. Ich kann ja warten, bis das jemand anders macht und dann sagen, ist nicht meins, kaufe ich nicht. Ja. Lieber Emanuel, wenn wir jetzt noch weitermachen, wir können das sicherlich noch stundenlang fortsetzen. Das Aber ja, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann nochmal wieder. Wo wohnst denn du überhaupt? in Würzburg. Würzburg. Okay, da war doch gerade Welt im Wandel. Welt im Wandel Der TV. Kongress von dem, ja, und der Kongress von denen war am Wochenende. Da war die Julia Gößler und eine Freundin von mir war da und ganz viele, die ich so kenne, waren da. Robert Beetz und so weiter. Sehr schöne Veranstaltung. Cool. Live war ich da noch nicht, aber ich habe beim YouTube-Kanal schon ein paar Sachen gesehen, die waren gut, ja. Ja, Tobi war ja da auch schon mal, bei der, komme ich jetzt nicht drauf, wie die heißt. Welt im Wandel TV? Die auch immer die Interviews, Peggy Rocktäschel. Hm. Peggy. Okay. Mein Okay. Lieber, ich wünsche dir noch einen zauberhaften Tag. Tausend Dank. Und wenn du es dann auch richtig breit trittst, wenn es dann kommt, dann wäre ich dir super sehr dankbar. Und auch deinen Senf dalassen, alles sowas, ne? Weil das sind die Kleinigkeiten, die viel bewirken. Absolut. Und ich habe, wo ich zwei Freunden von mir gesagt habe, von wegen, dass ich jetzt mal bei einem Podcast bin, waren die schon, ja, aber den musst du mir dann schicken. Ja, sehr gut. Und wenn ich dich noch bei irgendwas unterstützen kann, dann sag gerne, Piep. Mir macht das Freude, wie du vielleicht merkst. Ja, ich merke es absolut und vielleicht bin ich gerade so ein bisschen abwesend, aber einfach nur deswegen, weil ich echt sehr überrascht bin, was für tiefe Punkte du gerade getroffen hast. Ich glaube, ich werde jetzt noch ein bisschen darüber nachdenken, bevor ich mit der Arbeit weitermache. Mach dir einen Kakao oder Tee oder was? Sehr schön. Ich wünsche dir noch einen Zaubertag, bleib gesund und ja, nimm alle Möglichkeiten wahr, die das Leben sich so bietet. Und sollten wir uns nicht sprechen, wünsche ich ganz viel Kirschblüten im Frühjahr. Ja. Die werden bestimmt da sein. Die Romantik gibt es auf jeden Fall her. Wenn ich irgendwas verlinken soll, dann sagst du auch nochmal Piep, dann schickst du mir was, ne? Alles klar, machen wir so. Ich danke dir. Mach's gut. Danke Also dir. jetzt gehen wir ins Separé. Warte, das kann ich nämlich eigentlich auch.